So, hallo Leute, jetzt sollten wir live sein. Herzlich willkommen zum neuen Search Metrics Webinar. Diesmal mit unserem Partner ChatChamp. Zu dem sage ich gleich noch ein bisschen mehr. Heißer Sommer, also auch ein heißes Thema. Wir haben heute mal was mitgebracht, was nicht direkt im SEO-Bereich liegt, sondern beim Thema Messenger-Marketing sind wir heute. Und wollen uns dann gleich mal von Felix genau erzählen lassen, was da so abgeht im Messenger-Marketing, wie man seine Kunden da besser erreicht und was da so für Best Practices gibt. Bin ich sehr gespannt drauf. Kurz zu mir, warum ich hier sitze. Ich bin Online-Marketing-Manager hier bei Search Metrics, mache hier unter anderem Themen wie Webinare, wie ihr seht, aber auch E-Mail-Marketing. Bin natürlich auch sehr gespannt im E-Mail-Marketing, gerade Newsletter gegen Messenger, was also die Entwicklungen sind, ob das eher eine Ergänzung ist, ob das eher eine Disruption für E-Mail-Marketing ist. Da bin ich sehr gespannt, was Felix dazu auch noch erzählen wird. Felix stellt sich gleich selbst vor und steigt ins Thema ein. Nochmal ganz kurz davor, kleines How-to-Webinar. Also ihr findet so die Audience-Konsole bei euch am Bildschirmrand. Da könnt ihr bei technischen Problemen das Fragezeichen betätigen, findet da so ein paar Tipps. Über Q&A könnt ihr Fragen direkt an uns stellen. Ja, also wenn irgendwas nicht läuft, wenn ihr Fragen habt, und wir bitten natürlich viele Fragen zu stellen, könnt ihr das über das Q&A machen. Ihr könnt die Präsentation verschieben, vergrößern, verkleinern. Ja, unsere Gesichter ein bisschen größer ziehen oder kleiner ziehen, wie es euch passt. Ihr seht eine Speaker-Biografie, könnt uns darüber auch kontaktieren. Ihr seht ein paar Knowledge-Base-Links zu weiteren Webinaren, zum Beispiel auch White Paper verlinken wir dann ganz gern mal. Wenn ihr Probleme habt mit dem Sound oder mit dem Bild, versucht mal erst den Browser zu aktualisieren. Das löst so die meisten Probleme. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass Chrome mit dieser Software hier am stabilsten läuft, aber auch andere moderne Browser sollten das alles zufügen. Und im Anschluss zum Webinar, ganz wichtig, ein paar Themen. Stellt auf jeden Fall viele Fragen, weil wir gerne, wenn viele Fragen reingekommen sind, die wir nicht alle schaffen zu beantworten, nochmal gerne einen Blogbeitrag schreiben. Dann würde ich zum Beispiel mit dem Felix zusammen nochmal einen Blogbeitrag schreiben. Das würde ich dann rumschicken. Und wenn wir was rumschicken, dann bekommt ihr natürlich auf jeden Fall auch die Videoaufzeichnung. Die laden wir auf YouTube hoch. Und die Folien wird Felix euch auch nochmal zur Verfügung stellen. Das heißt, Folien gibt es, Video gibt es. Wenn ihr viele Fragen stellt, gibt es einen Blogbeitrag. Und am Ende, wenn wir fertig sind und uns verabschiedet haben, nicht gleich wegrennen, sondern ich bitte mal kurz ein paar Sekunden Zeit und füllt unsere Umfrage am Ende aus, damit wir auch wissen, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, was wir in Zukunft besser machen können. Das war es im Prinzip auch schon von mir. Ich übergebe jetzt an Felix. Ich schalte jetzt auch mein Mikrofon und meine Webcam aus, damit ihr euch voll und ganz auf Felix konzentrieren könnt. Und ich komme am Ende wieder rein, um dann gemeinsam mit Felix und mit euch nochmal ein paar Fragen zu erörtern. Also viel Spaß, Felix, du hast die Bühne. Danke dir. Erstmal ja, vielen Dank, Bert, dass ich heute hier sein darf. Bin sehr gespannt, euch ein bisschen was über den Bereich Messenger Marketing zu erzählen. Genau, was habe ich mitgebracht? Also ich stelle mich gleich nochmal im Detail vor. Ich habe auch noch eine Folie da vorbereitet. Was habe ich heute mitgebracht? Ich wollte erstmal eine Übersicht und Entwicklung der Chat-Apps geben, was überhaupt Messenger Marketing ist, wie sich die Chat-Apps im Laufe der letzten Zeit entwickelt haben. Da geht es vor allem um WhatsApp und Facebook Messenger, da das in der Dachregion hier auch die Nutzerzahlen stärksten Apps sind. Und nachdem wir da ein bisschen so die Rahmenbedingungen abgesteckt haben, habe ich ein paar Anwendungsfälle mitgebracht. Und da ist erstmal das große Thema, wie gelingt überhaupt der Opt-in, wie kommen die Leute in den Kanal rein, dass man sie dann eben auch dort anschreiben kann. Und nachdem Messenger Marketing in vielen Fällen angewendet werden kann, habe ich da drei verschiedene große Topics mitgebracht. Und da geht es vor allem um die Lead-Generierung, so top of the funnel. Dann, wie kann Messenger Marketing verwendet werden, um Conversion zu steigern, vor allem auch im Bereich E-Commerce und Verkäufen. Und am Ende auch noch der Bereich CRM. Gerd hat gerade schon angesprochen, Newsletter, Customer Relationship Management. Welche Rolle kann da Messenger Marketing spielen? Und am Ende wollen wir das natürlich nochmal abrunden mit einem Fazit. Genau. So, wer bin ich eigentlich? Ich bin der Felix. Ich bin einer der Gründer von ChatChamp. Und wir haben eine Messenger Marketing Software entwickelt, mit dem man eben Leads generieren kann über Facebook Messenger und WhatsApp. So ein bisschen, ja, wie Search Metrics, die Software ist für SEO, sind wir die Software für Messenger Marketing und haben da von Startups bis hin zu großen Konzernen geholfen, über diese neuen Kanäle eben mehr Leads zu generieren und auch Terminbuchungen zum Beispiel abzuschließen, um am Ende die Umsätze zu steigern. Genau, uns gibt es so seit circa 2,5 Jahren. Wir sitzen in München. Hier ist es auch sehr warm, waren auch mal eine Kurzzeit in Berlin. Das heißt, wir kennen uns hier ganz gut aus. Und ich komme selber so ein bisschen aus der Facebook-Performance-Richtung. Das heißt, ich arbeite seit 5, 6 Jahren in dem Bereich Performance-Marketing in Facebook auch. Und
war das ist deshalb auch ganz spannend, weil jetzt ja auch Facebook Messenger eben auch native Integration jetzt auch WhatsApp in die Facebook Marketing Suite sozusagen hat. Und werde euch da ein bisschen was zu erzählen. Genau, dann starten wir mal so ein bisschen an. Woher kommt überhaupt dieses Thema? Es war jetzt seit vor 5 Jahren, gab es das noch nicht. Und das hat sich so ein bisschen entwickelt, weil einfach Chat selber im C2C sozusagen, Consumer-to-Consumer-Kommunikation, einfach super stark gewachsen ist. Und das ist so ein ganz, ganz bekanntes Chart aus dem Business Insider. Und hier sieht man, in Anfang 2015 haben die Big Four Messaging-Apps in Monthly Active Users schon die Big Four Social Networking Apps überholt. Das ist jetzt erstmal noch nicht Business to Consumer, sondern einfach nur die Nutzerzahlen, wo sich die Leute aufhalten. Aber das zeigt schon, das ist ein super relevantes Thema, weil man am Ende, den Spruch kennt bestimmt jeder Online-Marketer, will man natürlich seine Kunden oder seine potenziellen Kunden immer in dem Kanal erreichen, in dem sie sich aufhalten. Genau, und dann habe ich noch ein paar Zahlen von Facebook auch selber mitgebracht. Da geht es so darum, dass eben weiterhin Chat die Kommunikation der Gegenwart und auch der Zukunft ist. Und Facebook hat in einer Studie vor 1,5 Jahren herausgefunden, dass 80% aller Erwachsenen täglich chatten und mittlerweile über die Hälfte aller Erwachsenen auch die herkömmliche Kommunikation wie E-Mail, Telefon durch Chat ersetzt haben. Und ich glaube, da kann sich auch jeder selber drin sehen. Früher hat man vielleicht noch E-Mails verschickt mittlerweile hat aber wahrscheinlich sogar jeder seiner Großeltern haben eine WhatsApp-Gruppe, mit dem man eben täglich dann Bilder verschickt. Genau, und dann mit dem Launch 2016 war das, da hat Facebook die Schnittstelle aufgemacht, dass auch Unternehmen mit Consumern über Facebook Messenger kommunizieren können, ging dann eben hier auch praktisch die Nutzung sehr, sehr stark hoch und Facebook hat herausgefunden, dass 2/3 aller Personen mittlerweile auch erwarten, mit einem Unternehmen per Messenger zu kommunizieren. Und es ging so ein bisschen da los, dass man ja die erste Kommunikationsstelle über das Facebook-Environment, sag ich mal, war dann immer die Facebook-Page. Und wenn man ein Problem hatte oder wenn man irgendwie Feedback hatte, dann hat man eben, nachdem es diese Möglichkeit gab, auch einfach der Facebook-Page geschrieben. Und seit dem Start 2016, seitdem es die Schnittstelle gibt, kann man eben diese Kommunikation als Unternehmen automatisieren. Da ist so ein bisschen das Stichwort Chatbot. Chatbot ist im Prinzip nichts anderes als eine Automatisierung der Kommunikation zwischen einer reellen Person und einem Computer. Und das kann dann eben von Unternehmen genutzt werden, um Marketing zu betreiben oder eben auch Kundenservice zu betreiben. Das heißt, es kommen sehr, sehr viele Anfragen rein und man will sie im besten Fall automatisieren, um einfach Kosten zu sparen am Ende des Tages. Und wenn sich diese Anfragen eben doppelt, kann man die auch über Chatbots automatisieren. Das heutige Thema dreht sich aber mehr darum, wie können WhatsApp und auch Facebook Messenger verwendet werden, um Marketing zu betreiben. Und da geht es eben von Lead-Generierung zu Conversion-Steigerung bis hin zum CRM. Genau, dann habe ich jetzt hier mal einen relativ detaillierten Vergleich mitgebracht, wie so die Nutzerzahlen zwischen den zwei großen Chat-Playern in Dach oder in Deutschland sind. Und da sieht man so ein bisschen, also WhatsApp, das weiß natürlich auch jeder, hat mit über 46 Millionen Monthly Active Users eine größere Reichweite als Facebook Messenger, wobei man hier sagen muss, mit 30 Millionen ist das mehr als 33% aller Leute, die in Deutschland wohnen, ist hier auch eine sehr, sehr hohe Reichweite gegeben. Und wenn man sich so ein bisschen die Distribution im Altersspektrum anschaut, sieht man ganz klar, so zwischen 14 bis 30 benutzt eigentlich jeder, auch fast auf täglicher Basis eben WhatsApp. Jedoch ist aber auch ab 30, und man sieht es auch bei Facebook Messenger, mit über 50% eine wirklich hohe Reichweite gegeben. Dann gibt es so ein paar Rahmenbedingungen zwischen diesen zwei großen Playern. Wie kann man sie nutzen, vor allem in der Automatisierung, wenn man wirklich dann auch Chatbots dahinter hängen will. Und das kennen bestimmt viele, der klassische WhatsApp-Newsletter, so Urlaubsberaten hat einen ganz, ganz bekannten Case hier gehabt, wo eben Daily Deals über WhatsApp publiziert wurden. Der hat so circa vor 2 Jahren gestartet. Das ist nicht mehr möglich. Ab Dezember 2019 wird es nicht mehr möglich sein, weil WhatsApp jetzt eine offizielle WhatsApp Business API rausgebracht hat und wieder so ein bisschen Restriktionen geben wollen, wie dieser Kanal als Unternehmen genutzt werden kann. Und das sieht man dann hier, das soll eben ganz klar als Pull-Kanal benutzt werden. Was heißt das? Dass
eine Automatisierung dann möglich ist, dass die Schnittstelle dann benutzt werden kann, wenn die Kommunikation immer vom Nutzer initiiert wurde. Das heißt im Klartext so viel, dass falls der Nutzer ein Unternehmen schreibt über WhatsApp, dann ist es erlaubt mit der API und auch gewünscht, innerhalb von 24 Stunden diese Kommunikation aufzunehmen und auch zurückzuschreiben. Das heißt, da würden dann Cases unterfallen wie klassischer Kundenservice oder auch Lead-Generierung, sowas wie Sales-Beratung, Kaufberatung. Das heißt, ein Nutzer kommt in den Kanal, hat ein Problem und möchte dazu die bestehende Lösung finden. Das kann irgendwie automatisiert über diesen Kanal abgewickelt werden. Das sind so die Cases, da sieht sich WhatsApp drin. Und wenn man das dann außerhalb dieses 24-Stunden-Fensters den Nutzer nochmal anschreiben will, das wäre dann sowas wie Status-Updates und CRM. Das ist auch okay, das ist auch gewünscht von WhatsApp, wenn es eben keine Promotional Messages sind. Das heißt, da geht es dann sowas um die Lieferupdates, wo ist das Paket gerade, wenn man einen Termin gebucht hat, dass man irgendwie nochmal Informationen zu dem Termin bekommt, wenn man jetzt halt einen klassischen Case einer Airline anschaut, dass man seinen Boarding-Pass nochmal über diesen Kanal bekommt. Das wären alles so Nachrichten, die außerhalb dieses 24-Stunden-Fensters fallen würden. Das ist okay, jedoch muss man hier das richtet sich länderspezifisch, dieser Preis, im Moment 7,5 Cent in Deutschland pro Nachricht zahlen. Das sind so die Regulatorien, die die neue WhatsApp Business API mit sich bringt. Sie ist auch gerade noch in Beta, das heißt, die testen da sehr viel, die wollen sehen, wie die Adoption von den Endnutzern ist, um dann eben da nochmal entweder die Restriktionen zu lockern oder zu erweitern, um einfach zu sehen, dass die Experience für den Endnutzer so gut wie möglich ist. Eine weitere Restriktion innerhalb dieses Kanals ist, dass es sogenannte vordefinierte Antwortmöglichkeiten, vordefinierte Buttons noch nicht dort gibt. Das heißt, die Kommunikation erfolgt immer über Freitext. Wenn man jetzt hat, ein klassisches Beispiel ist, man schickt zum Beispiel den Boarding Pass und dann will der Nutzer, weil er jetzt auch in diesem Kanal ist, umbuchen und schreibt sowas zurück wie, ich würde gerne umbuchen. Dann erfolgt das per Freitext. Dieser Freitext muss erkannt werden, kann entweder händisch passieren über einen Kundensupport, über einen Sales Agent oder eben über einen Chatbot. Da muss er aber im Freitext erkannt werden. Da muss eine Technologie wie NLP, nennt sich das, Natural Language Processing, vorhanden sein, um dann eben dieses Intent zu erkennen, die Intention des Nutzers, übersetzen und dann eben eine Aktion auszuführen. Und jetzt komme ich zum Facebook Messenger, der ist schon ein bisschen älter ist. Wie gesagt, gibt es seit 2016, WhatsApp seit 2018. Bietet Facebook Messenger sogenannte Templates, Buttons an. Das heißt, man kann auch vordefinierte Antwortmöglichkeiten, vordefinierte Aktionen dem Nutzer zur Verfügung stellen. Und man könnte dann zum Beispiel, wenn man jetzt diesen Boarding Pass über den Kanal verschicken will, auch einfach einen Button hinzufügen, wo Umbuchen steht. Wenn jetzt halt der Nutzer auf den Umbuchen-Button klickt, dann ist es natürlich deutlich einfacher, hier den Intent, die Intention dieses Nutzers zu erkennen, wie bei Freitext. Gleichzeitig sind die Use Cases hier auch vielfacher in dem Kanal, weil die Restriktionen anders sind. Es gilt genauso wie auch in WhatsApp diese 24-Stunden-Regelung. Das heißt, man kann immer, wenn man die einfachste Permission hat, da muss man noch einen Review-Prozess bei Facebook, man kann zu jeder Zeit immer innerhalb von 24 Stunden nach der nutzerinitiierten Frage oder Nachricht antworten, automatisiert oder nicht automatisiert. Man kann aber, wenn man eine Permission hat, dass man in das sogenannte Subscription Messaging kommt, auch außerhalb dieses 24-Stunden-Fensters Nachrichten schicken. Und wenn dann ein Engagement vorhanden war, kann man auch Promotional-Nachrichten schicken. Das heißt, hier hat man deutlich mehr Möglichkeiten. Das heißt, von Lead-Generierung über Kundensupport wie bei Facebook gibt es hier eben auch Status-Updates und CRM, jedoch kostenfrei. Und man hat Buttons und mehr Visuals im Chat, die einfach die Interaktivität ein bisschen erhöhen und am Ende auch die Fehleranfälligkeit des Chatbots verringern. Und man kann eben dementsprechend hier ein bisschen spannendere Sachen noch bauen. Und bin mir aber sicher, dass WhatsApp da diesen gleichen Schritt gehen wird, wenn sie sehen, okay, die Adoption ist sehr gut in dem Kanal, dass man dann eben auch eine coolere Experience bieten kann, indem man vordefinierte Templates sozusagen zur Verfügung stellt. Genau, das sind so ein bisschen die Rahmenbedingungen im Kanal. Das heißt, je nachdem, was man dann an Messenger-Marketing betreiben will, muss man sich da so ein bisschen fragen, welchen Kanal man vielleicht anfangen will. Am Ende hängt es aber ganz klar von der Zielgruppe ab. Man muss seine Zielgruppe dort erreichen, in welchem Kanal sie kommunizieren. Und das ist dann wahrscheinlich die größte Frage, die man sich stellen muss. Genau, was heißt jetzt Messenger Marketing am Ende? Ist eigentlich eine automatisierte Kundenkommunikation in Chat-Applikationen wie Facebook Messenger und WhatsApp, um am Ende eben ein bestimmtes Ziel zu erreichen, was sowas ist wie eine Lead-Generierung, was sowas ist wie
ihnen den Verkauf zu erhöhen oder vielleicht am Ende auch Status-Updates zu verschicken. Und hier sieht man das, was ich gerade angesprochen habe. Das ist jetzt hier ein Screenshot aus dem Facebook Messenger. Das ist ein Qualifizierungsbot, den wir zusammen mit Audibene aufgesetzt haben. Und da ging es so ein bisschen darum, Audibene ist der Online-Experte im Verkauf von Hörgeräten. Und die haben eben den Facebook Messenger verwendet, um Interessenten in ihr Produkt, in ihren Service vorzuqualifizieren. Da geht es dann so darum, hier sieht man so ein bisschen, für wen suchen sie ein Hörgerät. Dann hatte man eine Auswahlmöglichkeit, ob man für sich selbst sucht, für seine Eltern, für Angehörige, ob man schon ein Hörgerät trägt, wie alt sind die aktuellen Hörgeräte. Das heißt, die haben hier so bis zu 10 Fragen gestellt, um eben den Prospect sozusagen zu qualifizieren und am Ende ihn dann auch zu konvertieren in einen Lead. Das heißt, dann wurden dann Kontaktinformationen wie E-Mail und Telefonnummer abgefragt und falls das Interesse vorhanden war, konnten dann diese Daten direkt an das bestehende CRM des Kunden, in dem Fall Audibene, geschickt werden, um dann den Nutzer anzurufen und eben auch nochmal auf telefonischen Wege zu beraten, um ihm dann einen Termin zu erstellen, damit er das Hörgerät auch kauft. Genau, so, jetzt haben wir so ein bisschen die Chat-Apps uns angeschaut. Jetzt würde ich gerne mal den Prozess im Detail angehen, wie so ein Opt-in gelingen kann. Wie kommen die Nutzer in den Kanal rein, damit man eben mit ihnen kommunizieren kann und damit man am Ende des Tages auch über eine Regelkommunikation vielleicht weiter mit ihnen kommunizieren kann. Und da bietet Facebook und WhatsApp verschiedenste Möglichkeiten. Und man hat immer die Möglichkeit über Social Media, das ist auch in unserer Erfahrung her erstmal die beste, weil es eben nativ integriert ist, die Nutzer von Facebook, von Instagram in den Kanal reinzubekommen. Und es kann über Facebook Posts gelingen mit einem Link, der da attached ist, oder eben sogenannten Facebook Click-to-WhatsApp oder Click-to-Messenger-Ads. Das sind klassische Ads, wie man sie auch sonst kennt, im Newsfeed oder auch im Instagram-Feed, Instagram-Story. Nur, dass die Call-to-Action eben nicht auf eine Landingpage, dass die Nutzer nicht auf eine Landingpage bringt, sondern direkt in den Messenger, wo dann die Chatbot-Kommunikation gestartet werden kann. Dann habe ich hier noch zwei Beispiele von der Website mitgebracht. Das heißt, man kann es zum Beispiel in den Checkout integrieren, wenn man jetzt den Nutzer am Ende des Tages vielleicht über das Paket informieren will, wo das Paket im Moment ist. Das wären so klassische Liefer-Updates. Dann müsste man hier so eine kleine Send-to-Messenger-Checkbox anhaken, müsste dann noch den Opt-in geben. Und dann hat man praktisch die Bestätigung dem Unternehmen geben, dass diese Nachrichten auch über diesen Kanal geschickt werden können. Technisch sieht es dann so aus, dass wenn dieser Opt-in gegeben ist, Facebook dem Provider, dem Unternehmen dann die sogenannte Subscriber-ID zurückschickt. Das ist eben die ID, mit der man den Nutzer dann ansprechen kann, äquivalent wie eine Telefonnummer auf WhatsApp oder wie eine E-Mail-Adresse im E-Mail-Marketing. Und mit dieser Permission kann man den Nutzer dann eben diese Art von Nachrichten schicken. Dann gibt es noch einen Send-to-Messenger-Button. Das kommt zum Beispiel in einen Website-Banner oder in Website-Pop-Ups integriert werden. Das heißt, viele unserer Kunden haben dann sowas wie ein 10% Willkommensgutschein oder ein Gewinnspiel vermarktet auf der Website mit einem Pop-up und haben die Leute so in den Kanal bekommen. Genau, das sieht man jetzt hier nochmal so ein bisschen im Detail. Das heißt, hier zum Beispiel einer unserer Kunden hat einen sogenannten Messenger-Quiz-Button integriert in die Homepage. Wenn man hier draufgeklickt hat, kann man hier in den Messenger rein. Und hier sieht man auch schon so ein bisschen diese vordefinierten Buttons, die man jetzt eben hier im Messenger hat. Da hat man nochmal den Opt-in gegeben, hat dann dieses Quiz gemacht, hat dann am Ende des Tages rausgefunden, was für ein Ernährungstyp man ist. Und mit diesen Segmenten, die man dann eben gesammelt hat, kann man eben auch die weitere Kommunikation füttern und kann dann eben auch so wirklich sehr zielgerichtet dem Nutzer dann auch die Nachrichten schicken und am Ende auch Produkte bewerben, die wirklich auch zu ihm passen. Weil das ist so ein bisschen so die Krux an der Sache, das ist, nachdem der Kanal sehr, sehr persönlich ist und sehr, sehr direkt, ist es auch sehr wichtig, dass man eben hier nicht einfach an alle broadcastet, sondern dass man bestimmte Attribute abfragt, die eben für eine Segmentierung von dem jeweiligen Geschäftsmodell sehr wichtig sind und diese dann auch benutzt, um im Nachgang eine sehr, sehr targetierte und zielgerichtete Ansprache an den Kunden zu gewährleisten. Genau, hier ist nochmal so ein Beispiel, weiteres Beispiel von einem Website-Opt-in mit einem Pop-up. Das heißt, hier war es ein Gewinnspiel, hat Bonavi einen Kinderwagen beworben, den man eben über den Messenger gewinnen kann, wenn man an diesem Gewinnspiel teilnimmt und konnte so dann den Opt-in zum Kanal generieren, wurden da noch ein paar Fragen gestellt, um ihn wieder weiter ein bisschen zu segmentieren. Und das ist ganz cool. Im Gegensatz zum E-Mail-Marketing, wo man eben eine E-Mail-Adresse eintippen muss, sind solche Opt-ins sehr smooth, sage ich mal, da falls der Nutzer im Hintergrund in Facebook eingeloggt ist, es wirklich nur ein Button-Klick ist. Das heißt, man muss nicht eine E-Mail-Adresse eintippen, man muss nicht dann auch nochmal einen weiteren Button drücken, sondern es ist so ein
nativer Send-to-Messenger-Button, da klickt man einmal drauf und kriegt dann eine Bestätigung und eine Nachricht direkt im Messenger. Genau, dann gehen wir mal weiter. Hier ist so ein bisschen, das kennen bestimmt auch viele, ich habe dieses Thema jetzt ein bisschen außen vor gelassen, diesen Sales-Chat auf der Website. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Man kann sich da auch andere Tools anschauen, die eben dem Nutzer, wenn er auf der Website ist, ein Chatfenster anbieten, wo er entweder Fragen stellen kann oder eben auch vorqualifiziert werden kann. Das kann auch komplett außerhalb des Facebook Messenger und WhatsApps Environment passieren. Oder, und das bietet eben Facebook hier an, da sind wir auch sehr gespannt, was WhatsApp da noch machen wird, gibt es ein sogenanntes Customer Chat Plugin von Facebook Messenger. Das ist dann wirklich so eine Chat-Bubble auf der Website. Wenn man jetzt hier einmal diesen Button klickt, würde dieser Dialog losgehen. Und hier geht es um Kredite, könnte man dann eben die ganzen Fragen automatisiert beantworten, um am Ende so noch eine bessere Experience zu gewährleisten und dann auch hier auf der Homepage die Conversion Rate zu steigern, da eben irgendwelche Einwände, die vielleicht der Nutzer hatte zu dem Zeitpunkt, direkt und in Echtzeit geklärt werden können. Genau, dann habe ich hier noch ein Beispiel nochmal zum Thema Social, weil es hier vorne relativ klein war. Das heißt, hier sieht man so eine ganz klassische Send-to-Messenger-Ad. Man erkennt das immer an diesem kleinen Facebook-Messenger-Symbol hier unten rechts im Call-to-Action-Button. Und was dann wirklich passiert ist, man klickt hier drauf, kommt direkt, je nachdem, ob man jetzt mobil ist oder auf Desktop, in den Messenger rein und der Chatbot startet. Und das ist halt sehr, sehr cool, wenn man sagen will, man macht so klassische Vorqualifizierungskampagnen, Quizkampagnen, um den Nutzer besser kennenzulernen, das auch noch ein bisschen aufzuwärmen, dass er auch noch mehr Interesse an dem Produkt kriegt. Bietet sich das sehr an, weil unter dem Mobile-First-Ansatz, wo es eben alles sehr smooth ist und die Leute wollen mobile shoppen, wollen mobile informiert werden, ist der Messenger ein cooles Environment, um sehr smooth einfach Informationen zu distributen und auch am Ende Fragen an den Nutzer zu stellen, als jetzt vielleicht so ein Questionnaire auf der Landingpage. Genau, so zum Thema WhatsApp, hier ist es ähnlich. Hier gibt es auch die Möglichkeit, von der Website den Opt-in zu bieten. Am Ende läuft es dann so ab, dass man eben einen Button hier auch klickt auf der Website, kommt dann in einen Thread in WhatsApp. Hier sollte man auf alle Fälle dann auch darauf achten, dass man das Ganze mobile abbildet, nachdem der WhatsApp für Desktop immer noch ein bisschen ein Pain ist, weil da muss man noch einen Code scannen. Mobile ist das aber sehr smooth, das heißt, man klickt auf den Button, kommt in WhatsApp rein, muss dann noch einmal eine Nachricht schreiben und das ist dann sozusagen der Opt-in und dann kann die Kommunikation gestartet werden zwischen dem Unternehmen und dem Endnutzer. Genau, das Gleiche gilt auch für Click-to-WhatsApp-Ads. Das ist auch was man zurzeit im Beta im Facebook-Ads-Manager jetzt neu machen kann. Die sind in Deutschland noch nicht gelauncht, aber in den USA sind sie zum Beispiel im Beta und ist faktisch das Gleiche. Hier sieht man wieder so, ist leider ein bisschen unscharf, aber man sieht hier in dem Call-to-Action-Button anstelle des Facebook-Messenger-Symbols jetzt ein WhatsApp-Symbol und der Prozess ist der gleiche. Man klickt da drauf und dann kann die Konversation in WhatsApp direkt gestartet werden und wenn man eine coole Automatisierung dahinter gegangen hat, was man auf alle Fälle machen sollte, weil der Nutzer natürlich in dem Moment Interesse an dem Produkt, an dem Service hat. Das heißt, da sollte auf alle Fälle die Response Time in Echtzeit passieren. Deswegen sollte man sich da ein Tool anschaffen, das eben diese Chatbot-Technologie auch implementieren kann. Da ist es sehr cool, da der Nutzer eben dann auch in ein Medium kommt, wo er sich gerne aufhält, wo er sich auskennt. Jeder benutzt WhatsApp und kann dieses dann immer als erste Anlaufstelle verwenden, um eben neue Informationen zu dem Business, zu dem Unternehmen zu bekommen. Genau, das war jetzt so ein bisschen so auch aus technischer und auch aus Nutzersicht, so wie der Opt-in passiert, wie die Nutzer in den Kanal reinkommen. Und dann habe ich ja schon gesagt, ich habe drei größere Topics mitgebracht, wo man jetzt halt die Messenger-Marketing-Technologie anwenden kann. Wir kümmern uns vor allem um die Lead-Generierung, da haben wir unseren Fokus drauf und da habe ich auch ein, zwei coole Case Studies noch mitgebracht. Dann in der Conversion-Optimierung, vor allem für E-Commerce-Produkte, für sag ich mal, nicht so hochpreisige Produkte, wo man jetzt kein Sales-Teams hat und wo man jetzt nicht unbedingt einen Lead generieren muss, kann es auch durch diese ganzen Quizzes und durch diese Vorqualifizierung sehr gut angebunden werden können und natürlich CRM und Kundenbindung, um dann eben auch sehr targetiert, wenn man eben weiß, wo der Nutzer sich gerade in der Buyer's Journey befindet, um dann nochmal sehr targetierte Nachrichten zu senden und da nochmal dann eben auch nochmal sehr relevant zu sein und die Conversion zu erhöhen. Das Thema Kundenservice habe ich jetzt, wie gesagt, habe ich am Anfang kurz gesagt, rausgelassen, ist aber natürlich auch ein super großes Standbein dieses ganzen Aufschwungs dieser Kanäle.
Genau, ich habe so ein bisschen Beispiele mitgebracht, wie klassische Lead-Generierung im Mobile-First-Ansatz jetzt ohne Messenger aussieht. Das heißt, Facebook selber bietet native Lead-Forms an. Diejenigen, die Lead-Generierung von euch über Facebook, über Social betreiben, kennen die sicherlich. Das heißt, man kann hier als Kampagnenziel Leads definieren bei Facebook. Man hat dann die Möglichkeit, eine sogenannte Form, die nativ in Facebook aufgeht, wenn der Nutzer auf den Call-to-Action-Button klickt, zu implementieren. Da können dann eben normalerweise Kontaktinformationen wie E-Mail-Adresse, Name und Telefonnummer angegeben werden können. Und man kann aber auch noch weitere Felder anlegen. Dann Website-Formulare, das ist so die klassischste aller Lead-Generierung-Formularen. Das heißt, man hat ein Formular auf der Website, das füllt der Kunde aus. Manchmal ist auch noch so eine Art Wizard vorgeschaltet, wo man eben noch ein paar Fragen beantwortet und am Ende die Kontaktdaten abgibt und dann entweder geht die Kommunikation über E-Mail weiter oder man wird eben direkt von einem Sales Team angerufen, wenn man einen Termin gebucht hat. Dann Typeform ist vielleicht auch mal nicht ein Begriff, ist auch so eine Form eines Fragebogens, das eben auch von der User Experience auch ganz gut gelöst wurde, auch sehr neuwertig. Das sind so, habe ich jetzt mal drei Beispiele mitgebracht, wie das eben aussieht ohne Messenger. Und hier ist mal so ein Beispiel mit Messenger und was auch da so ein bisschen die Vorteile sind. Ich habe schon gesagt, wenn man es jetzt in dem Social Environment publizieren will, bewerben will, dann ist die erste Anlaufstelle normalerweise Facebook oder Instagram, geht aber auch Display. Und da kommt man eben über diese Click-to-Messenger-Ad, also man sieht die Ad in seinem Newsfeed, in seiner Instagram-Story, klickt auf die Ad, man will damit mehr darüber erfahren. Dann geht der Bot los, diese Kommunikation stellt man normalerweise als Unternehmen einmal ein. Welche Fragen will man stellen, was ist wichtig, mit welchen Attributen will man sie abspeichern, welche Pfade will ich aufbauen, wenn er verschiedene Antwortmöglichkeiten gibt. Man hat also diese automatisierte Kommunikation, was sozusagen das Formular ist, die Leadform, und fragt am Ende dann eben nochmal eine E-Mail-Adresse und eine Telefonnummer ab oder eben die Daten, die für das Unternehmen relevant sind. Und das ist ganz, ganz cool. Das ist ja ein großer Vorteil von Facebook Messenger in diesem Fall hier oder von WhatsApp, dass man eben die Möglichkeit hat, über diesen Kanal nochmal ein Targeting von nicht abgeschlossenen Konversationen zu machen. Was wir ganz häufig sehen, ist, dass Nutzer dieses Quiz anfangen, dieses Questionnaire anfangen, dann aber abbrechen. Das kann bestimmte Gründe haben. Entweder ist das Produkt vielleicht noch nicht relevant genug, man hat den Unique Selling Point oder einen großen Vorteil dieses Produkts, dieser Dienstleistung noch nicht genug gepitcht als Unternehmen oder die Person wurde abgelenkt. Auf jeden Fall würde man normalerweise, wenn man eine E-Mail-Adresse hat, wahrscheinlich über Targeting darüber betreiben oder wenn man Geld ausgeben will, auch nochmal ganz normal über Social oder über Display. Und das Coole ist, dass man eben mit Facebook Messenger und mit WhatsApp das direkt in dem Kanal machen kann. Das heißt, man kann die Person innerhalb dieser 24 Stunden nochmal anfragen, ob sie noch Interesse an dem Produkt hat und man kann vielleicht auch nochmal einen Discount-Code geben, je nachdem, welche Strategie man erfahren will. Man kann nochmal Social Proof geben, man kann vielleicht nochmal ein Video schicken von einem Bestandskunden, der sehr, sehr zufrieden ist und kann dann eben den Nutzer nochmal dazu bringen, das Questionnaire fertigzustellen, die Daten abzugeben oder auch in der Conversion-Optimierung das Produkt zu kaufen. Genau, mit den Richtlinien ist es so, wie gesagt, wir haben gesagt, innerhalb von 24 Stunden darf man immer schicken, das ist fein. Und Facebook selber gibt einem auch noch die Möglichkeit, einmal außerhalb dieser 24 Stunden diese Nachricht zu schicken. Und wenn der Kunde dann auch engaged hat mit der Nachricht, das heißt, er hat nochmal einen Button geklickt, er hat nochmal zurückgeschrieben, dann geht dieses Spiel von vorne los. Das heißt, dann kann man wieder diesen Prozess starten und kann ihn nochmal retargetieren. Genau. Das ist so ein bisschen die Vorteile auch, sind einmal die Skalierung über Facebook. Das heißt, jeder Facebook-Marketer kennt das auch. Man hat normalerweise immer das Problem, dass man seine Zielgruppe irgendwann abgeschöpft hat und dass wenn man jetzt eben weitere Zielgruppen targetiert, dass dann auch die Metriken ein bisschen runtergehen und Facebook Messenger gibt dann einfach nochmal oder WhatsApp gibt dann hier nochmal die Möglichkeit, durch eine neue Zielgruppe, die eben affin ist in diesen Chat-Apps, dass man die targetiert, dass man da einfach nochmal praktisch das Lead-Volumen nochmal deutlich skalieren kann. Haben das auch gesehen bei Kunden, die konnten dann nochmal bis zu 200% ihres aktuellen bestehenden Volumens einfach nochmal draufsetzen. Weil sie einfach eine neue Zielgruppe erreicht haben am Ende des Tages. Genau, dann durch dieses sehr, sehr native, smoothe Fragen innerhalb des Chats kann die Qualität auch steigern, weil das ist auch unsere Erfahrung so, dass es tatsächlich bis zu 10 Fragen, 12 Fragen sind gar kein Problem. Das stört den Conversion Rate nicht, wenn sie gut gestellt sind, wenn da eben auch das Interesse hochgehalten wird am Produkt.
Und das kann natürlich die Qualität der Leads am Ende auch steigern, weil man einfach sagen will, eine Form, die eben ewig lang ist, die sieht man direkt auf der Webseite, da sieht man, okay, ich muss jetzt ein Formular ausfüllen, das hat irgendwie erstmal hier 12 verschiedene Felder, da habe ich keine Lust drauf. In der Konversation ist es aber ist das viel natürlicher, sag ich mal. Also wenn man jetzt in einen Laden geht und dann will man sich beraten lassen, dann stellt einem der Berater in einem Geschäft auch erstmal Fragen, dann beschert man sich nicht, dass der 10 Fragen gestellt hat, weil es einfach in der Konversation sehr natürlich ist. Das heißt, man kann da die Conversion gleich hochhalten, aber deutlich mehr Fragen stellen, um die Qualität der Leads dann eben auch eben zu gewährleisten und dann nur die wirklich wichtigen Leads, die auch passen auf das Produkt, auf den Service, an das Sales Team weiterzuleiten, damit die wirklich auch den Fokus haben, nur die Leads anzugehen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, das Produkt zu kaufen und auch von den Präferenzen her passen. Genau, und das durch dieses Retargetierung kann man eben auch nochmal mehr Leads zu niedrigen Preisen gewinnen, weil man eben es sich spart, auf Facebook oder auf Instagram, auf Social nochmal zu bewerben, was kostenspielig ist, wenn man sagt, okay, man würde gerne jedem nochmal eine Ad zeigen, der das Questionnaire nicht abgeschlossen hat, aber der vielleicht mit der Ad engaged hat, dann müsste man dafür nochmal zahlen. Durch die Möglichkeit, das hier innerhalb dieses Chat-Mediums, innerhalb das von Facebook Messenger und WhatsApp zu machen, spart man sich da eben diese Kosten und kann dann nochmal mehr Leads generieren. Genau, dann habe ich noch 2 Case Studies mitgebracht. Die haben eben, Audibene hatte ich vorhin schon gesagt, die haben genau das gemacht. Die haben Click-to-Messenger-Ads auf ihrem Newsfeed beworben. Die sind dann in den Bot reingekommen, dort wurde dieser Fragebogen gestellt, wurden qualifiziert und dann wurden die qualifizierten Leads automatisch an das Sales-Team weitergereicht. Was am Ende dann eben zu einer Steigerung des Lead-Volumens um 85% geführt hat und gleichzeitig konnte der CPL gedrückt werden. Genau, eine andere Case Study ist von den Tolo. Die verkaufen Zahnzusatzversicherungen, haben das gleiche gemacht, haben auch über Social ihren Service beworben und haben es sehr, sehr cool, auch hier sieht man es so, mit vielen Emojis, sogenanntes Messenger-Quiz gemacht, dass man eben, muss man 6 kurze Fragen beantworten, um dann wirklich das passende Zahnzusatzprodukt, Zahnzusatzbehandlung zu bekommen. Da ist man in diesen Messenger reingekommen, hat sehr interaktiv, sehr, sehr auch unterhaltsam, sag ich mal, diese Fragen beantwortet und hat dann aufgrund der Attribute, die man abgegeben hat, auch eine individuelle Landingpage bekommen, auf die man dann weitergeleitet wurde, um entweder den Abschluss online zu machen direkt, weil man eben das Produkt, das richtige Produkt auf der Landingpage dann bewerben konnte, oder wurden dann auch, falls Kontaktinformationen abgegeben wurden, über das Sales Team angerufen. Genau, dann das Thema WhatsApp ist wieder ein bisschen neuer, es sieht aber prinzipiell genauso aus. Ich habe es vorhin angesprochen, es gibt die Click-to-WhatsApp-Ads, die jetzt halt gerade noch in Beta sind. Die werden bis Ende des Jahres dann auch in Deutschland publiziert werden. Das wird dann super, super spannend, weil einfach die Zielgruppe natürlich jetzt halt hier im deutschen Raum auch noch ein bisschen WhatsApp-affiner ist, als Facebook Messenger-affiner. Dann kommt man in den Chatbot, benutzt den auch zur Qualifizierung. Hier, wie auch am Anfang erwähnt, muss man ein bisschen mehr Tricks anwenden, damit man eben diesen Chatbot, diesen automatischen Qualifizierung auch fehlerfrei gewährleisten kann. Das heißt, man hat nicht diese vordefinierten Buttons, wenn ich jetzt hier nochmal einmal zurückgehe, wie man es jetzt hier sieht, mit haben Sie bereits fehlende Zähne, ja oder nein, die man einfach klicken kann, sondern es ist immer Freitext. Das heißt, hier muss wirklich gewährleistet werden, dass die Antworten, die der Nutzer schreibt, auch versteht werden und dann in dem Kontext, in dem man sich gerade befindet, dementsprechend eingeordnet werden können, damit man auch die nächste passende Frage schicken kann, vielleicht eine Nachfrage schicken kann. Und dass man die Attribute auch in einem Datenmodell abspeichern kann, das jeweilige Unternehmen auch zur Verfügung stellen kann. Genau, und dann gleiches Spiel. Man kann dann auch hier innerhalb dieses 24-Stunden-Fensters eben nochmal retargetieren. Und wenn man dann im Nachgang noch weiter Status-Updates schicken will, wie eine Terminerinnerung, ist das auch möglich über WhatsApp. Muss man aber dann eben, wie ich es anfangs erwähnt hatte, das noch bezahlen mit diesen 7,5 Cent in Deutschland im Moment. Genau, dann eine kurze Zusammenfassung. Das Facebook Messenger WhatsApp bieten einen super neuen innovativen Kanal, um Leads zu generieren. Mit dem Vorteil A, dass man neue Zielgruppen erreichen kann, dass man durch native Integration eine reibungslose User Experience haben kann, wenn man eben eine Vorqualifizierung ermöglichen will. Es ist einfach einfacher für den Nutzer und auch gewohnter. Die Leute chatten nun mal eben die ganze Zeit über Facebook Messenger und WhatsApp. Das heißt, die kennen dieses Umfeld und können dementsprechend dort auch wirklich sehr, sehr einfach mit dem Chatbot interagieren. Das ermöglicht eine reibungslose und sehr coole User Experience, was am Ende sich dann eben auch in den Metriken widerspiegelt.
Und Facebook selber hat jetzt auch, und da sieht man auch so ein bisschen, dass Facebook auf diesen Weg geht, dass sie sehen, da ist ein großes Potenzial, haben jetzt auch eine erste, auch in Beta, eine native Erstellung von Lead-Generierungs-Chatbots, die sind super eingeschränkt, sage ich mal, im Ads-Manager gelauncht. Was heißt das? Dass man jetzt halt in den Ads-Manager geht und sich als Kampagnenziel Messages, Nachrichten auswählt, kommt man ganz am Ende, wenn man dann in der Ad-Erstellung ist, kann man diesen Chatbot, wo man normalerweise Tools braucht, wie wir es zum Beispiel eins sind, dort erstellen. Das ist aber sehr, sehr eingeschränkt. Das heißt, man kann nicht individuelle Pfade erstellen dort, sondern es ist einfach nur eine Abfrage von Fragen und man hat auch noch nicht die Möglichkeit, diese Daten dann an das CRM zu übertragen. Das heißt, ich kann jedem empfehlen, das einfach mal auszuprobieren, weil es eben sehr, sehr schnell geht. Und wenn man dann sieht, die Zielgruppe springt an, sich zu überlegen, okay, wie kriege ich da jetzt auch noch eine coole Experience rein für den Endnutzer und wie kriege ich die ganzen Daten auch mit meinem bestehenden Marketing-Suite, Marketing-Umfeld auch synchronisiert. Genau, und dann noch abschließend zu sagen, so der Unterschied ein bisschen zwischen WhatsApp und Facebook Messenger ist eben da, dass WhatsApp ein bisschen hinterher ist, die Click-to-WhatsApp als noch Beta sind und dass das sogenannte Natural Language Processing, also das Verstehen von Texteingabe notwendig ist, wenn man eine Automatisierung hier implementieren will, da ansonsten faktisch es alles manuell gemacht werden muss. Genau, cool, dann kommen wir schon zum nächsten Topic, zur Conversion-Optimierung. Da geht es so ein bisschen darum, wenn ich jetzt halt kein Sales-Team habe, wenn es nicht darum geht, Kontaktinformationen abzugeben, wie ich diese Kanäle verwenden kann, um eben auch ein bisschen vorzuqualifizieren, um dann eben auch die richtigen Produkte anzubieten. Genau, so. Und hier sieht man ein ganz cooles Beispiel, was wir auch mit dem Kunden haben. Der heißt hier Just Bosch und die verkaufen am Ende des Tages individuelle Waschmittel sozusagen. Das heißt, man sagt einmal so, was ist sein Waschbehavior, seine Waschverhaltensweisen? Wasche ich getrennt? Wasche ich irgendwie oft dunkel? Habe ich viel Seidenwäsche, die irgendwie nochmal separat gewascht werden müssen? Und die haben es davor eben hier dieses Questionnaire über eine Website implementiert, um dann sehr individuelle Waschzusammenstellungen von Waschmitteln zu geben und haben das Gleiche dann aber einmal gemirrored im Chatbot. Und man sieht dann auch hier so ein bisschen, also auch wenn man sich jetzt hier diese zwei Videos anschaut, ist es irgendwie von Experience einfach cooler und smoother ist und konnten dadurch eben auch die Conversion Rate innerhalb dieses Quizzes von 65% auf 90% erhöhen. Also dann dementsprechend die Daten zur Verfügung, um dem Nutzer dann gleich die richtigen Waschmittel zu geben, was am Ende dann eben auch die Verkaufszahlen gesteigert hat. Ein anderes Beispiel ist hier auch ein Berliner Startup Unique, die eben Wallart verkaufen. Die haben das gleiche gemacht, haben auch über Facebook beworben, hatten es aber nicht als Ziel, Leads zu generieren, sondern wirklich am Ende Verkäufe zu generieren auf einer kalten Audience. Und haben hier so ein bisschen über ein dreifragiges Quiz, was auch sehr visuell gestaltet war, den Nutzer gefragt, so was so ein bisschen der Stil ist. Das heißt, man konnte immer so auswählen zwischen verschiedenen Bildern, was einem mehr gefällt. Und man hat am Ende dann ein Nutzerprofil erstellt und hat ihm dann Produkte vorgeschlagen, die eben auf dieses Nutzerprofil passen, was am Ende zu einer 90% Conversion Rate innerhalb dieses Quizzes geführt hat und 42% der Nutzer haben rausgeklickt und haben dann auch gekauft. Genau, also so kann man eben dieses Environment in einem geschlossenen Case auch im E-Commerce sehr, sehr gut verwenden, um damit von Advertisement bis hin zu Verkauf den Funnel zu optimieren. Genau, die Zusammenfassung hier, das heißt mit Facebook Messenger, WhatsApp ist da noch ein bisschen komplizierter, weil man hat es hier auch noch gesehen, es ist halt sehr, sehr visuell und Facebook Messenger gibt da noch die Möglichkeiten, da eben so horizontal Karussell-Elemente, die eben immer ein Bild, ein Title, ein Subtitle und ein Button haben, zu implementieren in Facebook Messenger. Das macht einfach diese Experience noch besser. Das heißt, da sollte man erstmal auf Facebook Messenger setzen. Da können eben Sales Funnels sehr cool abgebildet werden und durch Quizzes und Fragebögen können Nutzerpräferenzen am Ende gefragt werden, dann zusammengestellt werden und können dann zu personalisierten und dynamischen Produktempfehlungen führen, die dann eben für den Nutzer passen und die am Ende natürlich dann die Conversion Rate auch erhöhen. Genau, dann habe ich als dritten Anwendungsfall noch CRM und Kundenbindung mitgebracht.
Wir haben ja so ein bisschen schon, habe ich am Ende auch noch eine Slide zum Thema E-Mail-Marketing was gesagt. Was ja ein super mächtiges CRM-Instrument ist, wie kann jetzt halt WhatsApp und Facebook Messenger verwendet werden, um eben auch hier gezieltes CRM zu verwenden oder zu betreiben. Und da habe ich auch ein paar Cases mitgebracht. Da habe ich einmal, das sind so unsere klassischen Cases, also A muss man erstmal dazu sagen, damit man hier richtig gutes CRM betreiben kann, sollte man auf alle Fälle gewährleisten, dass die Kundendaten, die man hat, synchronisiert sind mit der Software, die man benutzt, um am Ende diese Nachrichten rauszuschicken. Da es wirklich wichtig ist, wenn man diese Kanäle benutzt, es sehr targetiert und sehr zielgerichtet lautet. Das heißt, hier sieht man es. Die erstes Beispiel ist eine Terminerinnerung. Hi Emma, kurze Erinnerung, du wirst in einer Stunde von unserem Experten angerufen. Das kann zum Beispiel passieren, nachdem man einen Termin eben gebucht hat über eine Website oder über dieses Lead-Generierungs-Quiz, was ich am Anfang vorgestellt habe, und kann dann auch hier noch die Möglichkeit geben, diesen Termin umzubuchen. Da bietet auch Facebook mittlerweile im Beta, aber das wird jetzt bald auch public gelauncht, die Möglichkeit, wirklich ein natives Formular aufzumachen im Facebook Messenger, um Termine zu buchen, die dann auch direkt gesynkt werden kann mit dem CRM. Das ist sehr, sehr cool. Das ist aber eine sehr zielgerichtete Nachricht. Das heißt, man weiß genau über den Kunden, was er wann wo gemacht hat, in welchem Prozess er sich, in welchem Step er sich gerade im Fall befindet. Dann macht es unfassbar viel Sinn, diese Nachrichten zu verschicken, da sie einfach super persönlich sind und auch wirklich ankommen. Der Kunde will ja diese Erinnerung bekommen. Der Kunde hat ein super großes Interesse an dem Produkt und will sie am Boarding Pass bekommen, will diese Erinnerung bekommen, dass er gleich einen Termin hat. Dann ein weiteres Beispiel ist, wenn man irgendwie den Vertrag noch nicht abgeschlossen hat, jetzt hat bei Versicherungsunternehmen oder es noch irgendwie 1, 2, 3 Bestandteile fehlen, die noch geklärt werden müssen, dann kann man hier auch diese Kanäle sehr targetiert verwenden, um zu sagen, okay, ich schicke jetzt diese Nachrichten an diese Nutzer raus und im besten Fall macht man das eben über eine Automatisierung so, dass man wahrscheinlich verschiedene Funnel-Steps hat, die eben ein Nutzer in seinem jeweiligen Geschäftsmodell hat, um zum Abschluss zu kommen. Und für jeden dieser Steps baut man eine kleine CRM-Kampagne auf, die dann eben aus dem CRM auch getriggert werden kann und dem Kunden dann geschickt werden kann. Gleichzeitig, wenn aber man einen Kunde hat, und das ist so ganz bisschen dieser Newsletter-Case, den man am E-Mail-Marketing kennt, kann natürlich auch neue Produkte, neue Services beworben werden. Da komme ich aber gleich noch zu sprechen. Sind aber die Restriktionen eben von Facebook Messenger und WhatsApp ein bisschen anders, dass man eben sagen muss, okay, das ist jetzt wirklich außerhalb dieses 24-Stunden-Fensters, das ist promotional, da muss ich im Zweifelsfall für zahlen. Dieses Beispiel Lieferstatus, Lieferupdates via Facebook Messenger und WhatsApp ist ein weiteres Thema. Hier sieht man so ein bisschen den Case auch von Unique, die haben eine individuelle Tracking-Page, wo man, wenn man ein Produkt gekauft hat bei ihnen im Shop, kommt man da direkt hin und kann so ein bisschen sehen, wo die Bestellung gerade ist. Und hat hier nochmal die Möglichkeit, über diesen Send-to-Messenger-Button noch den Opt-in zu machen, auch auf dem Laufenden über den Messenger-Kanal zu bleiben. Das heißt, jedes Mal, wenn sich der Status des Paketes ändert, das heißt, wenn er out for delivery ist, wenn er am gleichen Tag zugestellt wird, kann man eben diese Nachrichten targetiert rausschicken und kann eben so dem Nutzer auch nochmal sagen, der ist jetzt super heiß auf das Produkt, und der kriegt es einfach immer automatisiert gepusht, wann sein Paket ist und muss nicht nochmal über eine E-Mail auf den Tracking-Link und muss dann immer schauen, wo das Paket gerade ist. Und wenn man das natürlich granular runterbricht, kann man das natürlich auch bis zu Stunden genau machen. Da bieten viele Anbieter, so wie Aftership, schon sehr, sehr genaue Möglichkeiten, hier wirklich granular zu tracken. Das natürlich geht auch so ein bisschen an CRM, auch ein bisschen Kundenservice, Operations-Richtung natürlich. Man kann natürlich, das kann auch ein ganz großes Ziel sein dieser Kampagne, man kann natürlich damit auch Kundenanfragen deutlich verringern. So im E-Commerce, kennt bestimmt jeder, der im E-Commerce arbeitet, wird eine der häufigsten Fragen sein, wo ist mein Paket? Wenn ich proaktiv dieses Problem löse und eben über einen Kanal, wo eben Öffnungsraten bis zu 80%, bis zu 90% sind, diese Nachrichten verschicke, dann wird diese Frage natürlich nicht kommen. Genau, dann das ist so ein bisschen auch Kundenbindung, Branding, Inspiration. Wenn man eine Liste aufgebaut hat, einen Kundenstamm aufgebaut hat, die zugestimmt haben, über Facebook Messenger und WhatsApp informiert zu werden, dann kann man eben hier auch, und da ist so ein bisschen der Fokus auf der Interaktivität gelegt, auch interaktive Quizzes und Produktempfehlungen nochmal verschicken. Da muss man, und das ist auch wieder so ein bisschen der Unterschied zum E-Mail-Marketing,
muss man sagen, man soll dann aber auch diese Interaktivität gewährleisten, weil das einfach den Kanal auch unterscheidet. Also in einer E-Mail, da hat man einen Call-to-Action-Button, da klickt man drauf und dann kauft man etwas. Der Chat selber ist natürlich ein interaktives Medium, da wollen die Leute zurückschreiben, die wollen irgendwie darum klicken. Das heißt, da sollte dann eben, und da ist eben Quiz eine gute Möglichkeit, was versendet werden, was dann auch dem Nutzer Spaß macht, wo er ein bisschen rumdrücken kann, wo er dann auch sehr individuelle Produkte empfohlen bekommt aufgrund dieses Quizzes, was man davor gemacht hat. Genau, hier sind nochmal so ein paar Daten, die wir bisher gesammelt haben, falls die Nutzer das eben außerhalb dieser Lead-Generierung, außerhalb dieser Conversion-Optimierung benutzt haben. Das heißt mal Öffnungsraten bis zu 91% haben wir da gesehen, je nach Kampagne. Generell ist so eine Benchmark, die wir mal kommunizieren, die wir bei uns bei unseren Kunden sehen, wenn man so Quizzes hat, Questionnaires hat, dann ist die Ratio von den Nutzern, die das Quiz angefangen haben, bis hin zu denen, die es beendet haben, immer um die 90%. Das ist sehr, sehr cool. Das heißt, die Leute haben wirklich Bock, diese Interaktionen im Messenger auch mitzumachen. Und wenn man dann am Ende nochmal eine Call to Action hat nach diesem Quiz, dann kann man circa Klickraten von 15 bis 30% erwarten. Das heißt, wenn man dann am Ende nochmal Produkte empfiehlt, die eben auf die Nutzerpräferenz passen, hat man nochmal eine sehr hohe Click-Out-Rate hier. Gut, die Zusammenfassung von dem Topic wäre so ein bisschen, dass das A gewährleistet werden muss, dass ein sehr gutes Zusammenspiel mit dem bestehenden CRM notwendig ist. Das heißt, eine Integration in bestehende Marketing-Suites wie Salesforce Marketing Suite, damit man eben hier oder Emase zum Beispiel den Kanal ideal verwenden kann, um targetierte Nachrichten zu schicken, Terminerinnerungen zum Beispiel oder wie gesagt immer gezielte Nachrichten innerhalb des Funnels können dann die Conversion Rate enorm steigern. Und was man auch direkt machen sollte, ist, wenn der Lead direkt über Messenger Marketing generiert wurde, das heißt der erste Touchpoint mit dem Kunden nach der Werbung, die er vielleicht in Facebook oder auf Instagram gesehen hat oder auf der Website, war eh der Kanal. Das heißt, er kam in den Kanal rein, wurde qualifiziert, wurde ein Lead genommen. Dann sollte man diesen Kanal natürlich auch verwenden, um weiteres CRM dort zu betreiben, weil der Nutzer schon erwartet und schon auch gelernt hat, okay, der Kontaktpunkt mit dem Unternehmen ist auch erstmal in diesem Kanal. Genau, bei dem Toolauswahl sollte auf alle Fälle dann auch eine gute Integration mit der aktuellen Marketinginfrastruktur beachtet werden. Da, wie ich ja bereits gesagt habe, es nichts bringt, sich Listen aufzubauen von irgendwie 50.000 Leuten und dann zu sagen so, hey, hier sind meine neuen Nike-Shoes. Das ist einfach zu promotional, da werden die Nutzer unsubscriben. Das muss wirklich sehr, sehr targetiert verwendet werden. Genau, ja, hier, Bert hat es schon erwähnt, wie funktioniert so E-Mail-Messenger im Zusammenspiel. Also ganz klar ist erstmal, dass jede E-Commerce-Unternehmen, jedes Unternehmen im B2C noch im B2B, die eben E-Mail auch als Lead-Gen benutzen, damit Facebook Messenger und WhatsApp diesen Kanal erstmal nicht ersetzen, sondern es ist am Ende wirklich ein weiterer Bestandteil einer sehr guten Kommunikation, die ein Unternehmen machen kann mit ihren Endkunden. Und am Ende muss der Kunde will selber entscheiden, auf welchem Kanal er mit dem Unternehmen kommunizieren will. Und wenn es Facebook Messenger oder WhatsApp dieser Kanal ist, dann hat man in diesem wirklich sehr normalerweise kompetitiven Wettbewerbsumfeld natürlich einen Vorteil, wenn man diesen Kanal sehr gut anbieten kann. Und weiterhin hat auch jeder Kanal seine Vorteile. Das heißt, einmal hat man jetzt halt im Messenger eben oder in WhatsApp natürlich diese Interaktion als großen Vorteil. Das heißt, dass es ein Dialog ist, der Nutzer kann direkt zurückschreiben, man kann in Echtzeit antworten. Beim E-Mail-Marketing ist natürlich der große Vorteil, dass man erstmal nicht an die Restriktionen auch dieser ganzen Chat-Apps gebunden ist mit diesen 24 Stunden, wo man Promotional Content schicken darf, danach nicht. Das hat man beim E-Mail-Marketing natürlich nicht. Genau, wir haben auf alle Fälle gesehen, dass Messenger und WhatsApp jetzt halt in unserem Umfeld sich super gut zur Lead-Generierung und Qualifizierung benutzt haben. Dann auch, wenn gezielte CRM betrieben werden können, auch. Und E-Mail mehr natürlich seine Stärken im Newsletter hat und aber auch in transaktionalen Nachrichten. Das heißt, vor allem im CRM lässt sich so ein bisschen, sollte am Ende der Kunde entscheiden, welchen Kanal er will. Und wenn man eben mit Messenger anfängt, das als Lead-Generierung zu benutzen, dann sollte man dort auch das CRM natürlich weiterhin betreiben. Genau, dann sind wir schon auch bei der letzten Folie angekommen. Was sollt ihr am Ende mitnehmen von diesem Webinar, dass am Ende wirklich Facebook Messenger und WhatsApp sind im Moment Kanäle der Zukunft und auch der Gegenwart. Das heißt, jetzt geht's los, jetzt kommt die Adoption, jetzt haben die WhatsApp und Facebook Messenger haben die Schnittstelle aufgemacht
man kann sich natürlich jetzt halt im Wettbewerb auch einen Vorteil ermöglichen, wenn man früh auf diesen Zug aufspringt. Ja. Und am Ende des Tages, Lead-Generierung sollte auf alle Fälle bei jedem hängen geblieben sein, dass eben durch diese Qualifizierung, die mit Hilfe eines Chatbots über diese Kanäle verwendet werden kann und auch gezieltes Zeit-TRM, das sind auf alle Fälle Topics, da bieten sich diese zwei Kanäle mega gut an. Natürlich auch im Kundenservice. Und um nochmal so ein bisschen den Unterschied zwischen WhatsApp und Facebook Messenger darzustellen, das WhatsApp, wie gesagt, muss Natural Language Processing gegeben sein. Facebook Messenger hat da noch so ein bisschen den Vorteil, dass er eben regelbasierte Chatbots unterstützt, habe ich dieses Thema genannt. Das heißt, dass man eben diese Baumstruktur, das heißt, Nutzer klickt auf Button X, kommt in Pfad Y, da eben relativ einfach erstmal aufbauen kann und so auch eine coole Experience gleich gewährleisten kann. Genau, damit wären wir erstmal durch. Jetzt haben wir noch, das ist eigentlich ganz cool, noch 10 Minuten für die Fragerunde. Genau, ja, vielen Dank, Felix. Das war jetzt echt eine Menge Input in kurzer Zeit, richtig cool. Auch da nochmal für die ganzen Leute, ja, das war jetzt natürlich echt ein Slide-Gewitter und hat echt coole Case-Studies mitgebracht, der Felix. Deswegen auf jeden Fall zur Beruhigung, wir schicken die Slides nochmal raus und auch die Videoaufzeichnung nochmal. Was ich schon mal sagen kann, der Chat hier im Webinar, da funktioniert sehr gut. Ja, also Chat als CRM, ich habe hier fleißig mit den Leuten geschrieben, also quasi direkt zu deinem Thema. Es kam auch wirklich viele Fragen rein. Ein paar habe ich direkt gemacht, ein paar würde ich jetzt gerne nochmal vorlesen einfach. Dass wir letztens Minuten noch mitnehmen und dann sind wir auch eigentlich schon fertig und können alle die Mittagspause entlassen. Hier hat der Steffen nochmal gefragt, Broadcasting per WhatsApp ist definitiv nicht mehr zulässig. Da habe ich nachgefragt, also er meinte dann so klassisch die Newsletter bei WhatsApp. Ja, also man baut sich immer Teilnehmer bei WhatsApp auf und schickt dann quasi seine, was die Massenmailings im E-Mail-Marketing wären, dann über WhatsApp raus. Da meinte er gesehen zu haben, dass es nicht mehr so einfach geht. Genau. Weißt du ja, also ich hatte das, ich kann auch nochmal kurz das Slide aufmachen. Genau, also wie da so ein bisschen die Geschichte dazu ist, es gab früher viele Anbieter, die haben über eine Pirate API, das dann später WhatsApp selber genannt, gewährleistet, dass eben diese Broadcast-Funktionalität möglich ist. Das heißt, man konnte sich wirklich einfach Nummern sammeln und konnte dann über einen WhatsApp-Newsletter diese dann eben auch kontaktieren, umsonst auch kostenfrei erstmal von WhatsApp. Das geht jetzt nicht mehr. Stand heute ist es so, dass die Firmen, die eben auf dieser API schon drauf sind, können noch bis 7. Dezember das verwenden, um mit ihren Kunden zu kontaktieren oder Broadcasting zu verwenden. Und danach ist es so, und das meinte ich hier mit diesen Rahmenbedingungen, Push-Kommunikation. Das heißt, wenn man sowas machen will, ja, wenn man die Nutzer eben proaktiv anschreiben will, da muss man zahlen. Und da, und das hat Steffen wahrscheinlich auch gemeint, ist, gibt es aber auch nochmal einen Review-Prozess. Das heißt, jede Nachricht, die man verschicken will, muss man sich als Template von WhatsApp am Ende der Stelle durch einen Review-Prozess lassen. Und wenn die sehen, okay, das ist rein promotional und das ist nicht irgendwie CRM-lastig, dass man sagt, hier ist eine Terminerinnerung oder hier ist ein Status-Update, dann werden die das nicht zulassen. Das heißt, dieses reine Listen aufbauen und dann Newsletter über den Kanal versenden ist tot. Ja, das ist richtig. Okay, dann haben wir gleich eine Frage von Thorsten, die sich ein bisschen daran anschließt. Wir bleiben bei WhatsApp. Kosten jetzt nur die Push-Nachrichten Geld, also zum Beispiel 7,5 Cent pro Nachricht oder auch jede Nutzerantwort? Also bei 10 Fragen, 10 Antworten, dann nicht 75 Cent, sondern 1,50 Euro beispielsweise. Also generell ist es so, wenn du jetzt was rauspusht, dann zahlst du erstmal diese 7,5 Cent, das stimmt. Und wenn dann der Nutzer antwortet, dann bist du wieder in diesem 24-Stunden-Fenster drin und musst nicht zahlen. Da bist du ja wieder in dem Dialog drin. Das heißt, um den Nutzer immer wieder in diesen Dialog reinzubringen, zahlst du dann einmalig, kannst dann aber deinen Chatbot dahinter stellen oder auch manuell antworten, damit du nicht zahlen musst. Okay. Das heißt, prinzipiell, also für eine Antwort zahlst du nicht. Okay. Super. Genau, aber das wäre dann wieder eine Nutzer. Ja. Nee, mach ruhig weiter. Okay, also Antworten vom Nutzer zahlen dann nicht. Alles genau. Klar. Dann von mir noch eine Frage, wie genau werden Daten verarbeitet, bei wem landen die Daten, insbesondere bei Nichtkunden, sondern bei Interessenten? Da ist halt eher die Frage, wie es ans CRM-System angebunden ist, oder? Die Daten aus dem Messenger. Genau, also generell ist es ja so, dass die Daten auch erstmal im Facebook- und WhatsApp-Environment sind, weil die natürlich das Medium haben, ist ja ganz klar. Und dann kommt es immer auf
darauf an, wie man es implementiert. Wenn man mit Tools zusammenarbeitet, so wie uns, dann ist natürlich unser Tool, hat natürlich auch noch die Daten. Und die können eben über eine native Integration von Salesforce zum Beispiel oder auch über eine Custom-Integration dann an den jeweiligen Kunden, an das jeweilige Unternehmen auch eben direkt synchronisiert werden. Okay. Achso, wahrscheinlich ein Datenschutzverfehlung nochmal erwähnen, dass man Messenger benutzt und im Datenschutzbereich dann quasi euch jetzt auch aufführen, dass ihr die Daten da weiter verarbeitet, ne? Genau, das heißt, man muss einmal eine Datenschutzverarbeitung mit uns praktisch unterzeichnen und dann können die Daten eben ordnungsgemäß synchronisiert werden. Und genau, der Nutzer kann dann auch über diese Kanäle, damit es eben auch wirklich rein GDPR-konform ist, DSGVO-konform, natürlich auch sagen, er will Daten auch wieder löschen. Also das kann man natürlich auch über diese Kanäle dann auch abbilden. Okay. Dann fragt Alina, kann der Messenger-Chatbot auch im Nachhinein eingeschaltet werden, wenn zum Beispiel vorher ein Live-Chat gelaufen ist? Da ist dann die Frage, welche Daten habe ich wahrscheinlich, ne? Wie kriege ich die in den Messenger dann rein, wenn es über ein anderes Programm wie ein Live-Chat lief, oder? Also mit Live-Chat heißt das wahrscheinlich erstmal nicht innerhalb in Facebook Messenger. Generell ist es so, man kann über diesen Send-to-Messenger-Button, wenn man den implementiert in den Live-Chat, sagen, okay, ich will jetzt diese, sag ich mal, Konversation in den Messenger auch pushen, um dieses Medium dann zu verwenden, um danach eben noch den Nutzer anzuschreiben. Also technisch ist es auf alle Fälle möglich. Man muss hier natürlich darauf achten, dass die Daten ordnungsgemäß, sagen wir, von Software A nach Software B kommen, um dann auch zu sagen, ich kann die Sachen richtig rausschicken. Aber es ist definitiv möglich. Und falls wir es Alina falsch verstanden haben und sie meinte vielleicht, dass ein Live-Chat schon im Messenger stattfand und hinterher noch ein Chatbot reingeschaltet werden soll, dasselbe Gespräch, was glaubst du da? Das geht auf alle Fälle. Also hier kommt es auch darauf an, mit welchen Anbietern man am Ende des Tages arbeitet. Aber die Konversation, die eben, sag ich mal, Live-Chat manuell abgelaufen ist, wird ja auch gespeichert von dem Tool dann und kann dann eben auch verwendet werden. Also da liegen die Daten ja auch schon in dem Software-Tool, das den Chatbot implementiert, und kann dann auch verwendet werden, um zu sagen, okay, jetzt will ich den Chatbot anmachen. Also das sind auch so dieses Stichwort Human Live Takeover, ist oft sowas. Wir machen das eher andersrum, dass der erste Chatbot an ist und dann sieht man, okay, vor allem in diesem Qualifizierungsprozess, jetzt kommen Fragen auf, die kann der Chatbot nicht beantworten, aber der Nutzer wurde vielleicht dann auch durch so ein Lead-Scoring schon so hoch qualifiziert, dass es Sinn macht, jetzt eine menschliche Person einzuschalten und kann dann eben auch manuell übernehmen. Okay, war cool, das ist gut zu wissen. Dann haben wir noch mehr Fragen von Stefanie. Vielleicht kann Felix Beispiele aus dem B2B-Bereich nennen in Richtung Marketing-Effizienz. Du hast ja schon gesagt, Lead-Generierung, CRM, sicherlich auch bei B2B hilfreich, aber zum Beispiel bei Searchmetrics. Wir haben eine sehr komplexe SEO-Plattform eigentlich. Das ist ein Zusammenspiel aus mehreren Software-Modulen. Sehr komplex. Macht es da Sinn, jetzt auch vielleicht auf Chats zu setzen, gerade auch vielleicht im B2B, von dem Hintergrund, dass vielleicht WhatsApp oder Facebook Messenger ja auf Firmenhandys zum Beispiel vielleicht gar nicht erlaubt sind, aus Datenschutzgründen. Das heißt, ich habe hier die Leads wahrscheinlich eher auf dem privaten Handy. Was glaubst du, ist das wirklich effizient oder soll ich hier dann doch lieber eher die Klassiker nehmen mit einem Kontaktformular oder einer E-Mail-Adresse? Also Messenger-Marketing kommt ja ein bisschen aus dem Bereich, dass man wirklich sagt, man baut das Marketing in Chat-Apps auf, also WhatsApp und Facebook Messenger, und da ist es so ein bisschen, wie du gerade gesagt hast, da ist halt im B2B-Bereich das herkömmlichste Kontaktmittel immer noch E-Mail. Ja? Also wir sehen das auch, wenn wir jetzt über LinkedIn mit Leuten kommunizieren, und dann wird die Konversation zu irgendeinem bestimmten Zeitpunkt auch auf E-Mail geschiftet. Ja. Das ist halt nun mal das, wie man eben tagtäglich arbeitet. Was schon Sinn macht, ist vielleicht Chatbots auf der Website zu integrieren und dann wieder mal Fragen davor vorzuqualifizieren. Jetzt das Medium selber, Facebook Messenger und WhatsApp, da sehen wir jetzt erstmal den großen Vorteil im B2C. Das kann sich natürlich aber auch alles ändern. Stichwort Slack vielleicht, so um auch ein bisschen E-Mail-Kommunikation innerhalb Unternehmen zu sprechen zu kommen. Da ist natürlich bei vielen, vor allem jungen Unternehmen, wird viel über Slack gearbeitet. Da kann man auch Chatbots verwenden. Das heißt, da kann sich irgendwie langfristig, mittelfristig definitiv noch was tun. Ja, ich würde es auch auf jeden Fall ausprobieren bei Searchmetrics. Da können wir nochmal drüber sprechen. Im Anschluss auf jeden Fall sehe ich auch so ein bisschen die Gefahr bei einer komplexen Software, dass natürlich die Fragen sehr, sehr vielfältig sind. Ja, und da vielleicht wirklich auch sehr viele Personen auf den Chat zugreifen müssen, um das zu beantworten, bis hin zu, dass die Menschen sich ja nicht vorschreiben lassen, wozu nehmen sie jetzt den Chatbot? Wirklich nur am Anfragen, nach dem Motto, um Sales zu befriedigen, oder machen sie auch einmal ihren Kundenservice bei Bestandskunden darüber?
oder ja, sonst was mit dem Schlagwort. Auch da vielleicht nochmal ein bisschen dann auf den Einzelfall gucken, was da wirklich reinkommt. Am Ende ist ja immer wie im Online-Marketing einfach mal testen. Ne? Und ich glaube, da kann sich auch jeder, der jetzt heute hier im Webinar war, einfach an dich wenden und noch Fragen stellen für so ein Test-Setup und dann mal schauen. Wir sind eigentlich fast durch. Ich würde noch zwei Fragen kurz reinnehmen. Eine Frage von Susanne hier noch. Was ist mit Telegram, also ein anderer Messenger wahrscheinlich? Und dann nochmal eine Frage von mir und dann würde ich sagen, machen wir auch so dicht für heute. Ja, also Telegram geht auf alle Fälle. Die waren vor Facebook noch der erste Anbieter, die wirklich Chatbots praktisch die Schnittstelle geöffnet haben. Wir sind jetzt ja hauptsächlich im Dachbereich unterwegs. Da sehen wir jetzt halt die größte Distribution einfach in WhatsApp und Facebook Messenger. Und wenn man natürlich dann eine breite Masse auch erreichen will, also im B2C vor allem, ist das jetzt unser Kernfeld. Technisch geht es auf alle Fälle. Man muss natürlich am Ende sagen, wie viele Nutzer seiner Zielgruppe sind in Telegram. Und wenn man sagt, man hat jetzt eine sehr spezielle Zielgruppe und die Leute sind in Telegram, dann macht es auf alle Fälle Sinn, sich diese Thematik definitiv mal genauer anzuschauen. Okay. Gut, dann noch eine letzte Frage von mir, weil mich so ein bisschen brennend interessiert, auch gerade von meinem Hintergrund. Ich war in vielen B2B unterwegs und habe auch Webseiten gesehen, die nicht immer so perfekt optimiert waren. Thema so Medienbruch. Ja, also ich habe ja so ganz klassisch den Messenger auf dem Handy. Ne, da werden ja die wenigsten wahrscheinlich am Desktop mit WhatsApp arbeiten, auch wenn das möglich ist. Also ich habe auch am Handy also jetzt alles, den ganzen Messenger drauf. Wenn da jetzt zum Beispiel bei B2C oder auch B2B daraus jetzt ein Lead wird oder sogar ein Produkteinkauf, dann muss ich das ja alles im Messenger abbilden oder muss ich dann auf jeden Fall sicherstellen, dass ich den nahtlosen Übergang zu meiner Webseite habe. Ja? Weil dann kommt ja dieser Medienbruch aus dem Messenger raus, wahrscheinlich hin zur Webseite. Was sind da so deine Erfahrungen, wie die am besten damit umgehen? Alles im Messenger lassen oder schon irgendwie das Kleine rüberziehen zur Webseite? Dann? Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und ich versuche gerade mal einen Screenshot zu finden. Genau, also vor allem, deswegen haben wir auf dem Fokus in der Lead-Generierung, da gibt es diesen Medienbruch nämlich erstmal nicht, weil da ist der Abschluss erstmal im Messenger mit zu sagen, okay, ich gebe meine Kontaktdaten ab und dann kommt natürlich, wirst du angerufen oder dann gehst du ein anderes Medium. Aber da ist erstmal Stopp. Bei im klassischen E-Commerce, und da suche ich gerade einen Screenshot raus. Hier machen wir den. Da sieht man das jetzt, ja, also man kommt von Facebook in den Messenger, wird qualifiziert und kriegt dann Produkte und kommt dann wieder auf die Website, um dieses Produkt eben abzuschließen. Wenn es gut gemacht ist, wenn diese Daten übertragen werden und die Landingpage eben individualisiert wird, dann ist dieser Medienbruch erstmal okay. Facebook selber arbeitet aber auch, und WhatsApp hat es auch gelauncht oder hat auch davon gesprochen, dieses Jahr schon an nativen Payments. Das heißt, da würde man irgendwann in Zukunft einmal sein Payment im Medium Messenger oder im Medium WhatsApp hinterlegen und kann dann auch sagen, okay, das Produkt gefällt mir, das kaufe ich jetzt sofort. Muss man natürlich schauen, klappt es mit einer kalten Audience? Wahrscheinlich noch nicht, aber wenn jemand irgendwie vor allem in der Thematik von Repurchases, das heißt, man kauft ein Produkt immer wieder und immer wieder, ist es auf alle Fälle super, super sinnvoll. Okay. Aber um deine Frage nochmal zu beantworten am Ende des Tages ist, man muss diesen Medienbruch auf alle Fälle im Auge behalten und wenn man es schafft, alles in dem Messenger oder alles in WhatsApp abzubilden, dann ist es definitiv besser. Ja, ja, klar. Immer am Nutzer entlang denken, ne? Das ist ganz wichtig. Super, dann haben wir jetzt die Stunde voll gemacht, schon sogar leicht überzogen. Denkt dran, Leute da draußen, jetzt kommt nochmal eine Umfrage am Ende vom Webinar und da könnt ihr auch bei so Sachen, die euch fehlten, zum Beispiel nochmal Fragen reinschreiben, wenn jetzt irgendwie mal eine Frage eingefallen ist oder habt jetzt eine Frage, die ich übersehen habe, nicht beantwortet habe im Chat. Einfach nochmal auch da reinpacken. Wir sammeln das hinterher alles ganz in Ruhe, machen dann die ganze Post-Production und werden wahrscheinlich dann mit Felix zusammen auch nochmal so einen Blogbeitrag bringen, weil es doch viele Fragen kamen und das scheinbar euch wirklich interessiert hat, das Thema, was wir ja schön finden. Von daher bleibt kurz dran und dann hört ihr in den nächsten Tagen von uns. Und Felix, dir danke ich jetzt auf jeden Fall. War echt hat Spaß gemacht. Hat echt Spaß gemacht. Wir quatschen gleich noch ein bisschen weiter, wenn wir hier live raus sind. Alle anderen da draußen, erstmal in die frische Luft, genießt den Sommer ein bisschen und dann hören wir uns beim nächsten Webinar. Cool. Danke. Danke, bis dann. Ciao.